Nach ihm ist Helmut Brandstätter von der NEOS der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Herr Staatssekretär, ich möchte mit einem Lob beginnen. In schwierigen Zeiten wie diesen kann man nicht genug loben. Das Budget für Klimaforschung, 100 Millionen, das ist wichtig, das ist viel. Und ich kann nur hoffen, dass es richtig eingesetzt wird, weil wir natürlich wissen, dass wir im Moment über viele andere Themen reden und zu wenig über das Klimaproblem reden, dass uns das bleiben wird. Und dass es deswegen natürlich ganz wesentlich ist, im Bereich der Forschung hier auch ordentlich zu investieren. Weil, und das ist, glaube ich, meine größte Sorge im Moment, die Unsicherheit in allen Bereichen wächst natürlich. Wir sehen eine wachsende Arbeitslosigkeit vor uns und wir sehen vor uns, dass es einen Strukturwandel geben wird, den es auch ohne Covid gegeben hätte. Er wäre langsamer gewesen. Er wird jetzt viel schneller kommen und das heißt, dass wir natürlich auch im Bereich der modernen Technologien viel besser werden müssen. Und da bin ich beim Bereich der künstlichen Intelligenz. Das muss ich jetzt leider kritisch anmerken. Ja, es ist vorgesehen, aber die große Gesamtplanung für die künstliche Intelligenz vermissen wir noch immer. Wir vermissen, ich weiß, das ist nicht Ihre Zuständigkeit, im Bereich der Universitäten. Wir haben einen Lehrstuhl für künstliche Intelligenz in Österreich und das ist natürlich bei weitem zu wenig. Und wir haben auch zu wenig noch darüber gesprochen, wie wir sie nutzen werden. Ich habe auch gesehen, 1,2 Millionen sind für ein Ideenlab für die künstliche Intelligenz vorgesehen. Aber wir alle, ja, und ich glaube, selbst die sich damit beschäftigen, wissen noch nicht, wie das unser Leben verändern wird. Und meine größte Befürchtung ist, dass es Angst davor geben wird. Angst davor, dass Maschinen über uns entscheiden, dass Maschinen miteinander reden, was ausmachen, was uns dann treffen wird und wir damit nicht fertig werden. Und da bin ich bei einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich bei der Angst. Und das, was in der Politik in vielen Ländern, überall wo populistisch regiert wird, wird mit großer Angst gearbeitet. Es ist bei uns auch in der Covid-Krise zunächst mit enormer Angst, 100.000 Tote gearbeitet worden. Dann hat irgendjemand ein Licht an irgendeinem Tunnel gesehen und dann auf einmal ist wieder die ganz große Angst gekommen. Ich würde Sie wirklich dringend bitten, und in dem Fall nicht nur als zuständige Ministerin, sondern auch als grüne Politikerin, weil ich hoffe ja doch, dass das nicht in Ihr Denken hineinpasst. Bei der ÖVP habe ich da die Hoffnung aufgegeben. Hören Sie auf mit diesem autoritären Denken, das Angst verbreiten soll. Wir kommen mit Angst nicht weiter. Man kann die Leute allein eine Zeit lang mit Angst unterdrücken. Ja? Das kann man, aber ich halte es für so extrem gefährlich. Und da bin ich auch wieder beim Thema der künstlichen Intelligenz. Natürlich, wir wissen, und ich habe hier schon einmal ein schönes Buch vorgezeigt von Ki Fai Lu über künstliche Intelligenz, China versus Silicon Valley. Und Europa kommt auf einer halben Seite vor. Natürlich ist unser Problem bei der künstlichen Intelligenz unser Datenschutz, auch unsere Angst wieder, dass Daten missbraucht werden. Aber daran müssen wir arbeiten. Natürlich dürfen sie nicht missbraucht werden, aber ohne unendlich viele Daten auch keine künstliche Intelligenz. Und das ist auch klar. Und bei der Angst, und da muss ich jetzt auch aufs Thema des Europabudgets eingehen, Kollege Raimond, erstens völlig richtig, stimme zu, natürlich brauchen wir diese gemeinsame europäische Anstrengung. Aber mit den Ungarn und mit den Polen wird es halt schwierig werden. Und da kann ich mich nur wieder an die ÖVP richten. Wir werden dem Herrn Orban sagen müssen, du spielst mit auf der Grundlage der europäischen Werte und die Rechtsstaatlichkeit gehört dazu. Oder du spielst eben nicht mit. Und das ist natürlich ein Drama für Europa. Das wünsche ich mir nicht, ganz im Gegenteil. Aber sich von Orban und den Polen vorführen lassen, wäre natürlich das Allerletzte. Und zum Schluss muss ich Ihnen noch eines sagen. Warum? Weil das, was Orban macht, ist natürlich alles auch wissenschaftsfeindlich. Jetzt können wir sagen, wir sind froh, wenn wir die Central European University nach Wien bekommen. Aber ein Teil dieser autoritären Politik ist natürlich auch gegen Wissenschaft, gegen Forschung vorzugehen. Und ein Teil von autoritärer Politik ist auch, Schulen zuzusperren und auch nicht mehr, ja, die Schulen sind gesperrt, man sagt den Menschen, bitte bringt eure Kinder nicht und dann lassen sie nicht einmal mehr Bücher kaufen. Und jetzt muss ich Sie heute wirklich enttäuschen. Ich habe einige großartige Bücher heute mit, ja, eine Orban-Biografie, die sollten Sie lesen, weil da sehen Sie, wie ein Kommunisten-Jugendlicher über einen Liberalen zu einem autoritären Politiker wird. Aber ein wunderbares neues Buch von Pamisberger mit. Ja, der Rudi Anschober hat das Vorwort geschrieben. Ich hätte es Ihnen gern gezeigt. Nein, ich mache jetzt einen Bücherstreik. Ja? Und das ist wirklich die ganz große Enttäuschung und darüber müssen Sie jetzt mitleiden. Vielleicht das nächste Mal wieder anders. Aber im Moment gibt es keine Bücher. Machen Sie endlich die Buchhandlungen auf. Geben Sie zumindest ihnen die Möglichkeit, dass Sie die Bücher verkaufen können.
Jetzt heißt es wieder, der macht Werbung dafür. Ich habe keine Anteile in einer Buchhandlung. Und wenn, dann würde mir das nicht reich machen, weil das sind keine Unternehmen, die wahnsinnige Profite machen. Ja? Das sind aber, ja, geistige Nahrung verkaufen sie. Und es ist so wesentlich. Der Kollege Anschober hat auf Twitter schon angekündigt, er überlegt sich was. Bitte geben Sie ihm Anstöße, dass er sich was Gescheites überlegt, dass es eine Möglichkeit gibt, auch in den kommenden Wochen des Lockdowns an Bücher heranzukommen. Aber ich zeige, ich habe nämlich ein sehr gutes Da auch über die Macht der Sprache, ja, über politisches Framing etc. Ich zeige es jetzt trotzdem nicht her, müssen Sie raten, von wem das ist, vielleicht das nächste Mal. Aber in diesem Sinne, bitte kämpfen wir dafür, für Bildung, für Wissenschaft, für Forschung und gegen die Angst. Dankeschön. In der derzeitigen Krise würde die Unsicherheit in vielen Bereichen wachsen, sagt Helmut Brandstätter von der NEOS. Auch bei Forschung nach neuen Technologien würde oftmals Angst innerhalb der Bevölkerung entstehen, wie zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz. Diese müsse man abbauen, unter anderem auch durch mehr Forschung.